Heute fahren wir zur 41er Sandbank. Da geht es auf die ganz, ganz kleinen Fische. Also, brettern wir los. Wir sind schon nicht mehr weit entfernt. Wir fahren jetzt ziemlich genau hier auf die 41. Also genau mittig drauf sozusagen. Nochmal ein bisschen korrigieren, dass wir hier innerhalb, ja, oder ich sag mal um die 41 herum hier treiben. Durch Ebbe und Flut sozusagen, durch die Drift mal ein bisschen hin, ein bisschen her. Also irgendwo in dieser Area bleiben wir. Im Idealfall bremsen wir direkt auf der 41. So, wenn wir da angekommen sind, werfen wir dann unser Setup aus. Heute geht es auf Makrele, auf die kleinen europäischen Sardinen. Also alles auf Kleinfisch mit hoher Frequenz. So, wir sind ungefähr da. Aus mit dem Motor und raus mit der Rute. So soll das sein. Im Idealfall direkt auf hohe Frequenz. Ja, und was wir zuletzt probiert haben hier mit den kleinen Ködern oder mit den kleinen Fischen, ein Wettangeln zu machen. Und es war richtig, richtig gut. Es ging da richtig gut ab. Das Ganze hatte der Devilus auch schon hier im Discord gepostet. Da gibt es einen ausführlichen Bericht zu der Stelle, zu diesem Spot mit unterschiedlichen Ködern. Link zum Discord ist unterm Video. Einfach mal reinschauen. Tja, lohnt sich auf jeden Fall, immer wieder aktuelle Spots, die da funktionieren. Ich muss jetzt gleich erstmal gucken, wie ich das Setup zusammenbaue. Also, Position ist, glaube ich, klar. Ja, wir stehen auch mittlerweile, sind angekommen und jetzt lassen wir das Ganze hier schön absinken. Zwischendurch ruhig mal ein bisschen zuppeln. Es kann schon sein, dass die ersten Bisse einschlagen im Bereich von 5 bis 10 Metern. Also auch da können schon direkt die ersten Bisse kommen. Ich muss gestehen, ich weiß gerade gar nicht genau, was ich als Köder dran habe. Denn ich hatte zuletzt hier rumprobiert vom Ufer aus. Da das auch schon probiert, gerade eben nochmal reingeschmissen, die Happy Hour praktischerweise direkt gestartet. Und da habe ich mir gedacht, komm, alten Happy Hour kannst du auch an so einer Stelle machen, wo es hier auf Frequenz geht. Also, testen wir mal. Zack, da haben wir schon den ersten Biss. 30, 35 Meter ist ja eigentlich so klassisch, funktioniert immer ganz gut. Aber wie gesagt, schon beim Absinken können viele Bisse reinrasseln, sollten im Idealfall auch schon. So, hier haben wir jetzt ein bisschen was Größeres gerade schon dran. Das ist wahrscheinlich keine Sardine, oder? Genau, da haben wir sogar schon einen schönen Köhler. Jetzt gucken wir gerade nochmal eben auf dem Echolot, dass wir uns hier nochmal gut positionieren. Und wohin wir treiben. Es sieht momentan so aus, als ob wir noch weiter nach unten, genau, rüber treiben. Das heißt, ich fahre nochmal vielleicht ein bisschen zurück. Ich hätte gerne so ein bisschen was zu sehen hier. So, wir haben das ja hier vorne, das Echolot. Das heißt, wir treiben gleich wieder nach da vorne hin. Und das gibt uns jetzt nochmal Zeit umzubauen. Der Devilus hatte hier zuletzt wieder eingestellt mit dem Lurker, mit dem im Blau. Ich hatte aber auch schon probiert hier den Lurker 06, diesen kunterbunten, beziehungsweise 05. Also die funktionieren anscheinend alle ganz gut. Ich bleibe aber jetzt mal hier auf dem Blauen. Wir machen einfach noch einen kleinen Beifanghaken dazu. Dann machen wir hier alles in Blau, so ein bisschen Tralafitti da noch dran. Extra Lockmittel, kein Filet. Wir wollen ja hier eine hohe Frequenz, aber ohne Filet. Was sehr gut funktioniert hat beim Wettangeln, waren neben den roten, waren das auch die, hier haben wir die Shrimp, also neben den roten in klein. Man kann auch durchaus hier die großen nehmen. Für große Fänge. Gucken wir mal. Jetzt haben wir hier einen kleinen und einen großen. Ich nehme mal einmal diesen hier. Und das kombinieren wir dann auch schön. Und dann nehmen wir hier aber das Ganze nochmal in klein. Beziehungsweise, ich glaube, ich nehme einfach mal... Doch, nehmen wir einmal in groß und einmal in klein. Dann haben wir hier zwei verschiedene davon. Und wir machen einfach nochmal das Ganze in gelb. Diese andere Art sozusagen. So, das heißt, wir haben hier einmal den Natural Shrimp. Natural Shrimp als Köder. Und wir haben hier die Real Shrimp. Und die haben wir dann in zwei Größen. Einmal den 6,5er. Ist zwar immer die gleiche. Das ändern wir gerade nochmal eben ab. Ich will hier den größeren noch drauf haben. Wo ist er? Hier unten. So, 12er, 6,5er.
Und hier ist es auch nochmal der größere. Das heißt, wir haben hier jetzt verschiedene Größen. Ich glaube, man sieht es so ein bisschen am Tackle. Jetzt müssen wir natürlich schon wieder gucken, wo wir hingetrieben sind. Aber ich glaube, das wird so funktionieren. Normalerweise am besten irgendwas suchen. Ich fahre nochmal ein bisschen zurück, dass uns da gleich ein bisschen was hier auf dem Echolot erscheint. Wenn ihr immer noch Fragen habt zum Echolot, am besten mal das Video nochmal anschauen zum Echolot. Da wird alles schön detailliert erklärt, wie das denn funktioniert, wo das Echolot wirkt und so weiter und so weiter. So, gestoppt. Da haben wir ein bisschen was zu sehen direkt vor uns und wir werfen aus. Zack, und lassen das jetzt erstmal schön locker absinken. So. Im Idealfall stellt man auch noch einen Clip ein. Clip hat mehrere Vorteile. Während des Absinkens in die Tiefe stellen wir dann halt sofort fest, sobald diese Markierung vom Clip weg ist. Genau in dem Moment gibt es einen Biss. Jetzt haben wir auch schon einen. Das zeige ich am besten gleich nochmal. Ich stelle den Clip mal eben gleich ein auf 35. Das heißt, da muss man nicht die ganze Zeit die Taste R irgendwie spammen und gucken, ob da was reingeht oder nicht. So, machen wir mal den Clip auf 35. Man kann auch 40 Meter nehmen und dann raus damit. Einfach locker absinken lassen und gucken, was geht. Ja, und jetzt achten wir einfach da unten. Haben wir ja die Anzeige, wie viel Meter Schnur gerade abgespult wird und direkt daneben, zack, da war schon ein Biss. Da ist gerade die Anzeige ausgegangen und da haben wir einen Pollack, auch schön. Nehmen wir auch gerne alles mit. Wenn ihr natürlich jetzt viele von diesen Kandidaten hier habt, Köhler, Pollack und Co., dann einfach eine etwas andere Area suchen, ne? Einfach ein bisschen weiterfahren. Das sind manchmal wenige Meter. Guck mal, jetzt bin ich sogar ziemlich weit oberhalb schon hingetrieben wieder. Dann einfach, wie gesagt, eine andere Area suchen und dann da weiter rumtreiben und einfach so ein bisschen mit der Strömung hier so ein bisschen treiben lassen. Wenn man den Clip tiefer setzt, so wie jetzt hier auf 20 Meter, dann könnte man natürlich schon zwischendurch mal so ein bisschen rumprobieren, ein bisschen zuppeln da dran, zack, das hilft auch schon. Das heißt, man muss den Clip gar nicht so tief setzen auf 35 Meter. Gerade wenn man eben auf die Kleinen aus ist und wenn man sogar auf die Sardine aus ist, die ja sehr oberflächennah unterwegs ist, dann sogar noch flacher das Ganze, vielleicht nur auf 10 bis 15 Meter den Clip und dann eben schneller anfangen, auch mit dem Rumzuppeln hier immer mal so ein bisschen das Ganze in Wallung bringen, dass da was funktioniert. Wir sehen aber auch hier jetzt, auf rund 30 Meter sind Fische. Grundnähe in Richtung 40 Meter sind auch wieder Fische. Also wir haben hier, zack, da mal ein Biss. Wir haben hier immer wieder die verschiedenen Spots. Und der ist wieder abgegangen. Immer wieder die verschiedenen Spots, die eben hier richtig gut funktionieren. Ja, Kescher-Ergebnisse waren hier bis über 1500 Silber in einer Stunde. Das ist natürlich abhängig von der Größe der Sardinen. Das heißt, wenn man einen richtig schönen Spot hat, Sardinen oder eben Makrelen hier. Die Makrelen als Geldquelle, ja, lohnt sich direkt als Köder zu verarbeiten. Ja, muss man eben auch hart überlegen. Ich verarbeite in der Regel die ganz günstigen. Ich hatte das zuletzt im Livestream auch gesagt, wenn man dann später in den Kescher reinschaut. Köhler, also ich sortiere immer nach Gewicht. Der erste Köhler sozusagen, wenn man hier das Große alles verkauft. Und der erste Köhler unter 3 Kilo. Von da an nach unten hin wird alles quasi zerhackstückt als Köder. Und von hier aus dann nach oben hin gewichtsmäßig wird dann alles verkauft. Das ist immer natürlich ganz praktisch, wenn man ständig neue Köder dann bekommt. Die brauchen wir natürlich auch. Das heißt, wenn ich jetzt mal reinschaue im Bereich von den Köhlern, haben wir hier schon wieder einiges an Filets. Das ist ja eine spezielle Größe, die muss man auch immer einhalten. Aber die mache ich immer als erstes, dass man davon ausreichend hat. Die Filets sind wichtig, die mache ich mittlerweile kaum noch, weil ich sie sehr wenig verwende. Aber diese Filets hier, die halbgroßen, absolut wichtig, dass man da eben auch demnächst beim großen Meeresangeln, wenn man dann auf die großen Brocken geht, dass man dann ausreichend Köder hat. Ja, ihr seht, genau in dem Moment, wo das Schild dann unten aufhört, also das Zeichen für den Schnurclip, zack, einfach ankurbeln und dann ballern sie rein hier. Sardinen und die Makrelen, so soll das sein.
ja, von der Frequenz her, wie gesagt, absolut lohnenswert, wenn ihr irgendwie in den Bereich kommt, wo ihr sagt, ah, jetzt lässt sie einfach nach, einfach wieder ein bisschen zurückfahren und dann einfach wieder von vorne in die Richtung treiben lassen. Denkt dran, wir haben jetzt gerade wieder 6 Uhr. Das ist ja hier ein Ebbe und Flut, ein Wechsel im 6-Stunden-Takt. Bedeutet also, alle 6 Stunden ändert sich quasi die Richtung. Heißt, alle 6 Stunden, da haben wir auch schon wieder Prozente, sehr schön, mehr davon. Alle 6 Stunden driften wir in eine andere Richtung. Wenn ihr euch also denkt, ah verdammt, ich lande jetzt hier gleich, ich treibe gleich raus und es ist gerade Gezeitenwechsel, dann treibt ihr ja danach wieder zurück. Das heißt, man muss sich dann gar nicht mehr irgendwie bemühen, irgendwo nochmal rumzufahren oder irgendwo zurückzufahren. Einfach kurz auf die Uhr gucken, ah okay, wir haben jetzt kurz nach 6. Das heißt, ich werde jetzt langsam wieder hier in Richtung der 41 zurücktreiben. Wenn ich vorher dahin getrieben bin, treibe ich dann langsam wieder zurück. Also, da muss man sich gar keine Sorgen machen. Anfangs einfach gucken, wo man hintreibt und dann so ein bisschen berechnen, wie weit man vielleicht noch treibt. Auch das kann man ja anhand der Uhrzeit und anhand der Geschwindigkeit der Drift ganz gut schon machen. Das heißt, gucken, wie spät haben wir es? Haben wir es jetzt kurz vor 12 oder sind wir vielleicht bei 10 Uhr? Das heißt, ich drifte noch 2 Stunden weiter in diese Richtung. Oder haben wir es jetzt gerade schon nach 12, drifte ich jetzt dann also bald gleich wieder zurück. Also dann weiß man schon ungefähr, wie weit man da jetzt landet. Ich werde jetzt wahrscheinlich in den nächsten 6 Stunden irgendwo hier unten landen, bis es dann eben einfach wieder zurückgeht. Zack, und der nächste. Ja, so soll das sein. Rumprobieren natürlich auch mit den Ködern. Das heißt, wenn ihr hier verschiedene Köder habt, die vielleicht nicht so gut funktionieren, ganz wichtig, schaut hier rein, was sind die Köder, die funktionieren. Und da muss man dann eben auch ein bisschen ausprobieren mit dem ganzen Tackle. Das heißt, gerne auch verschiedene Farben, verschiedene Köder testen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel sehe, dass die ganzen Makrelen immer nur auf den einen Köder reagieren und ich hätte gerne die Makrelen, dann baue ich natürlich das gesamte Tackle auf und um mit genau der Makrele, die gerade gut funktioniert. Zack, europäische Sardine. Da muss ich sagen, die hätte ich ganz gerne. Und da werden wir jetzt einfach nochmal eben reingucken. Jetzt waren ja hier ein paar Sardinen. Real Shrimp 6,5. Höchstwahrscheinlich alles der kleinere. 6,5. Und war hier nicht noch eine? Die war am Anfang, das war aber der weiße. 6, aber auch 6,5. Das heißt, ich baue vielleicht gleich einfach nochmal um auf die Sardine, damit ich die Chance habe, vielleicht doch noch eine Sardinen-Trophy zu fangen. Die Makrele habe ich bereits. Also, um da nochmal die Chance zu haben, vielleicht zusätzlich nochmal die Sardine abzusahen als Trophy, probieren wir das doch dann einfach damit. Und jetzt müssen wir hier nochmal eben gucken. Die gehen hier sogar auf den Pilker. Der war auf dem Shrimp, auch Real Shrimp, auf dem großen. Ja, vielleicht, und der wieder auf dem Lurker. Vielleicht bauen wir das hier einfach wieder um. Ich nehme hier einfach nochmal einen anderen hier von den 100 Gramm Lurkern. Ich nehme mal den silbrigen. Gehen wir mal hier ganz silbrig rein, nehmen hier auch nur einen 2-0er Haken. Lockmittel nehmen wir mal hier auch das silbrige und hier einfach was Weißes. So, und dann gehen wir hier auf die kleinen. Wir nehmen jetzt nur noch die Shrimps in ganz klein und dann variieren wir hier einfach auch nochmal. Jetzt könnte man hier natürlich die zwei Sorten einmal variieren, das heißt, wir nehmen vielleicht einmal den weißen. Gehen hier so ein bisschen schwarz-weiß rein. Wir bleiben hier einmal auf dem gelben und wir nehmen hier als drittes entweder was Rotes oder wir nehmen einfach mal hier sogar was Dunkles, was fast Schwarzes. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Machen das vielleicht mal so beziehungsweise so. Dann haben wir immer so ein bisschen die Farben damit drin in den Perlen und werfen das dann hier nochmal aus. Ja, knallhart überladen. Wo ist der Fehler? Hier ist der Fehler. Ich habe den 200 Grammer genommen und nicht den 100 Grammer. Dann kann das auch nichts werden hier mit dem Setup. Nicht auf der leichten Route. So, jetzt klappt das aber auch wieder. Und wir werfen einfach aus. Beziehungsweise, weil ich ja jetzt auf die kleinen gehe, gehen wir mal runter auf eine Tiefe von 15 Meter. Maximal. Und dann lassen wir das jetzt so absinken. Im Idealfall beißt halt im Absinken schon was. Ganz wichtig. Auch hier natürlich immer gucken. Zack, da haben wir aber auch schon was. Haben wir Spots, die wir sehen? Oder haben wir da nichts? Makrelen nehmen wir natürlich auch alles gerne mit.
Aber wenn wir da schon irgendwas sehen, was gerade so oberflächennah ist, meistens, wie gesagt, bis 10 Meter nur, dann sind es häufig eben die kleinen Sardinen. Zack, da ist die nächste, 81 Gramm, gutes Gewicht. Und dann gucken wir jetzt gleich nach 2, 3, ob wir da was haben, was sich abzeichnet. Ob es einen Köder gibt, der dann da richtig gut funktioniert. Wenn das so ist, dann, wie gesagt, baue ich gleich einfach komplett um. Zack, und das nächste. Und schon wieder abgeflutscht. Das heißt, wir machen einfach wieder auf, lassen wieder absinken. Jetzt müssen wir natürlich immer ein bisschen kontrollieren. Oder wir zuppeln hier nochmal so ein bisschen auf 10 Meter. Da kommt schon das Pilken. Dann lassen wir es nochmal wieder absinken und da ist schon der Biss. Perfekt. Das macht halt richtig Bock. Das ist... Oh, Wittling nehme ich auch gerne mit. Das ist gut für die Frequenz, das ist gut für die Skillpunkte, das macht vor allem auch Bock, weil man eben hier schon so ein bisschen rumprobieren kann. Einfach hier im 5 Meter Bereich ein bisschen pilken, auflassen, machen wieder, absinken, zack, da ist schon der Biss. Also, das ist halt richtig cool. Und der nächste Wittling, das ist natürlich auch richtig gut. Den nehme ich auch gerne mit, Wittling als Trophy. Da gucken wir auch gleich direkt nochmal rein, welcher Köder da funktioniert hat. Ob es ein spezieller ist, der immer wieder funktioniert. Oder ob es unterschiedliche sind. Zack, und der nächste. Und wieder losgelassen. Aber so muss das sein. Auf und zu und es kommen die Bisse und sie lassen wieder los und man hakt und vielleicht doch nicht. Das ist halt richtig cooles Angeln hier mit dem Paternoster, wenn man hier verschiedene Köder dran hat. So soll das doch genau sein. So, wieder ein bisschen rumzuppeln. Oder einfach mal wieder ein bisschen kurbeln. Bisschen hochziehen. Wieder ein bisschen kurbeln. Und dann gucken wir... Das war dann so bis ungefähr 5 Meter. Vielleicht machen wir jetzt noch einmal kurbeln. So, und dann lassen wir es wieder absinken. Ah, da ist schon der Biss. Na guck. Und wieder oben angekommen mit der nächsten Sardine. Also, zack, wieder auswerfen. Jetzt gucken wir hier gerade nochmal eben rein. Hier haben wir den Real Shrimp 03. Hier ist auch der Real Shrimp 03. Und die anderen waren jetzt Real Shrimp 03. Es ist der Schwarze. Na, guck mal. Den hatte ich bisher noch nicht probiert. Das wäre doch gut, wenn das funktioniert. Und dann gucken wir jetzt hier. Und die nächsten Prozente. Sehr schön. 80% incoming. Sehr gut. Und jetzt gucken wir hier gerade nochmal eben auf den Wittling. Real Shrimp 01 und 01. Na, guck. Also wie sich das schön unterscheidet. Der geht dann eher auf den Weißen. Bedeutet also... Wenn man jetzt gezielt auf den Wittling geht, vielleicht eher den Weißen und wieder losgelassen, also wieder absinken lassen, geht man gezielt auf den Weißen oder eher auf die kleine Sardine, dann nimmt man vielleicht eher den Dunklen, den Schwarzen und so kann man das dann eben schön gezielt raussuchen, welcher Köder für deinen Zielfisch am besten funktioniert. Ich finde, das ist mega, mega cool, macht richtig Bock und wenn wir jetzt hier vielleicht noch einen dabei haben, Real Shrimp 01, auch hier auf dem Weißen. Ja, wenn wir dann halt die Köder dabei haben und das ein bisschen raussortieren wollen, auch da ändern wir dann am besten natürlich die Farben. So, so viel dazu. Einfach nochmal ein großes Rundherum um das Kleinfischangeln und Frequenzangeln. Das Ganze lohnt sich natürlich sensationell hier mit der Meeresroute. Und eine Sache ist auch noch ganz wichtig. Fluorocarbon Schockleader. Einfach nochmal umgebaut. Hatte der Devilus gemacht, hatte ich aber auch schon gemacht mit verschiedenen beim Testen im Süßwasserbereich. Da habe ich die auch schon verwendet. Was eigentlich bisher noch nicht so richtig gut funktioniert hat. Das werde ich mit dem Meeresjig irgendwann vielleicht nochmal probieren, auf Wels oder so. Aber da gibt es mit Sicherheit dann irgendwann nochmal ein extra Video zu. Grundsätzlich, wie gesagt, auch hier durchaus einfach mal testen, Fluorocarbon zu nehmen. Das heißt, ihr baut euch einfach euer Vorfach selbst, Vorfächer, Schockleader 2 Meter. Und dann entscheidet man sich, nimmt man hier 35er oder 55er oder sogar noch ein bisschen kleiner. Da kann man dann natürlich gucken, was einem da gerade gefällt. Aufpassen, natürlich können auch hier immer richtig dicke Brocken reingehen. Und dann hat man hier natürlich richtig Action auf etwas dünnerer Schnur. Also da natürlich vorsichtig sein. So, jetzt haben wir aber auch, glaube ich, alles rausgehauen hier zum Kleinfischangeln. Petri, ihr Lümmels, ich mache jetzt hier meine Happy Hour noch weiter. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen. Kanal abonnieren hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri.